Genau, du. Zack, zack, zack. Wow, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir können keine Leiter benutzen, das ist schon mal gut. So, jetzt gehe ich mal dagegen, gehe wieder zurück und ich hau dir auch in den Rücken. Da haben wir beide angeschlagen und keinen umgebracht. Oh, schnell, 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 schnell. Geronimo, zack. Haha, das war doch mal schön. So, erstmal Licht und dann plündern. Rolle der Hitzeaura. Rolle des Nahkampfschutzes. Alles Sachen, die wir kaufen konnten. Ring des Kriegers. Was machst denn du? Zusätzlicher Schaden mit Schwertern. Das passt doch perfekt. So. Hier noch irgendwas? Nö. Aber da ist was. Ich kann eine Menge Papier und Bücher sehen. Sie sind alle in alten und seltsamen Sprachen geschrieben. Oh. Ich wollte eigentlich das Buch treffen. Als Zularius der Große einen Vogel sah, der in einem Käfig gesperrt war, sprach er: Der Vogel ist geschaffen, um zu fliegen. Und der Idiot ist geschaffen, diese Freiheit zu nehmen. Du hast eine Herausforderung, nasser Boden, gib 8 entdeckt. Die Herausforderung ist, berühre weder den Boden noch eine Leiter für 18 Sekunden. Was? Nasser Boden, gib 8. Berühre weder den Boden noch eine Leiter für 18 Sekunden. Wie soll das gehen? Wet floor, be careful oder sowas in der Richtung ist auf Englisch. Oder einfach sehr tief fallen. Ja, also irgendwo rutschig und dann fällt man runter. 18 Sekunden lang. Ja, nee, das führt zu nichts. Aber gut, ich fange jetzt an, alle Mauern anzuhauen, wenn es so weitergeht. Ist ja noch irgendwo irgendwas. Secret im Secret. Oh, warte mal. So schlägt ihr nach vorne. Also eine Vorhand quasi. Nee, doch nicht. Ist nur zufällig. Dutch, man könnte irgendwie kontrollieren, wo er hinschlägt. Aber na gut. Runter hier. Runter hier. Runter hier. Oh, hier sieht es ganz schön dunkel aus. Hier irgendwo eine Fackel. Genau. Tada. Ich sollte irgendwann mal meinen Fingernagel genau auf den Erfahrungspunktenbalken halten, kurz bevor ich die letzte Fackel anzünde. Oder mit einem nicht permanenten Marker einen Strich dran machen. Weil momentan sehe ich da nicht so wirklich was. Karte. Unten waren wir nicht, sehr schön. Zack. Schon wieder verpasst. So, kaputt, 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 kaputt. Münzen kommen mit. Ein leichter Dolch. Angriffe mit einem Dolch von hinten verursachen 50% mehr Schaden und erhöhen die direkte Crit-Chance um 10%. Dies funktioniert nur bei Angriffen auf Humanoide oder Schlangen. Okay, vorhin hat es ja ganz gut funktioniert. Also bei den zwei Typen mit der Lampe. Das heißt, ihr solltet eben auch noch ein... Warum kommt jetzt die böse Musik? Wow, darum kommt die böse Musik. Stirb. Und ein Herzchen, sehr schön. Genau, Hotkey zuordnen. Dolch, Schnelltaste 5. Und Licht an. Zack. Ich hau jetzt gegen alle Wände. Nein, nur gegen Wände, wo es sich auch anbietet. Hooks. Nee, ich sollte nicht über Licht machen. Okay, ich kaue mich mal hier hin und warte. Dann müsste er irgendwann ein Fragezeichen bekommen und ich kann ihn in den Rücken hauen mit meinem Dolch. Irgendwie nicht. Kann man Fackeln wieder ausmachen? Ich glaube, sobald wir irgendwo in einem Lichtbereich sind, kann er uns sehen. Warte mal, ich teste mal was. Oh, da ist ein Fragezeichen. Sehr schön. Stirb. Ja, gib ihm. Sehr schön. Satyrchen herein. Zurück zum Schwert. Nö, Karte wollte ich nicht verlassen. Ja.
Was hast du für eine komische Leiter? Ah. Okay. Oh, 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 oh. Geh weg, du komisches Ding. So, Licht an. Dolch auswählen. Warten. Oh. Na, 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 na. Was macht er mit seinen Armen da? Drückt immer nur links und rechts und er macht komische Sachen. Kann ich weg von einer Leiter springen? Solange er da oben rum turnt und ich mal hier unten rum und gucke, was ich alles mit Leiter machen kann. Also ranspringen? Geht. Ich muss aber ein zweites Mal nach oben drücken. Okay. Runterdrücken, klettert runter. Wie springe ich runter? Einfach wegdrücken von der Leiter, okay. Und ich denke mal, er hört das Ganze, was ich unter ihm mache und wundert sich, was zur Hölle macht er da? Na gut, wir haben genug Leben. Gib ihm. Wo ist der komische Kauz? Mach mal, ist okay. Zack. Du kannst den Inventar, die Zauberliste und die Rezepte arrangieren, indem du Symbole verschiebst. Du kannst diese ebenfalls zwei oder vier teilen, was dir ermöglicht, dies in Gruppen zu unterteilen. Was? Wähle Rucksack teilen im Menü Option Gameplay. Bisher bin ich ganz zufrieden so mit dem Rucksack, danke. So, das hier sieht verdächtig aus. Oder man fällt von da oben irgendwo hier hin. Taktisches Runterspringen, der ein oder andere mag es kennen. Hier wohl eher nicht. Oh. Aufleitern kann ich keine Waffen wechseln. Stirb, stirb, stirb. Der hat diesmal gar nichts gemacht. Also es gibt welche, die zaubern, welche, die teleportieren sich weg, greifen trotzdem nicht an und welche, die einfach nur dastehen und sich verprügeln lassen. Und wieder ein Fackelbonus. Hm. Okay, runter. Oh, da ist so ein Stein. Oh. Das klappt ganz gut. Ich muss das nur einigermaßen timen. Da geht es wieder raus. Ich will nicht raus. Ich will gucken, was hier ist. Zack. Oh, noch mehr Stacheldinger. Da geht es wieder auf eine andere Karte. Das will ich nicht. Licht. Zonk, zonk. Es gibt langsam ein paar mehr Abzweigungen. Kann das sein? Und mit was bist du hier markiert? Gar nichts. Komisches Gitter. Hm. Okay. Zonk, zonk, zonk. Zonk, zonk, zonk. Ich frag mich echt, ob das Tutorial jetzt schon vorbei ist. Also ich denke, es wird zu Ende gewesen sein bei der goldenen Box. Aber ich bin mir nicht sicher. Irgendwie warte ich noch drauf, dass gleich kommt. Hier kannst du jetzt noch Tränke herstellen und so funktionieren Zaubersprüche und so weiter und so weiter. Aber, wir haben jetzt schon zu lange nichts mehr wirklich Neues gehört. Also ja, zwischendurch Kleinkram, aber das war nicht so wirklich von der Spielmechanik her was Neues. Das waren nur Tipps. Yeah. Oh, hier waren wir doch schon. Aber da waren wir noch nicht. Ja, definitiv mehrere Abzweige. Wow, du siehst garstig aus. Kannst dich aber auch nicht wirklich wehren, sobald ich dich einmal getroffen habe. Küche. Jo. Au. Au. Okay. Au. Der hier ist irgendwie böser als der andere. Streitkolben grün. Magisches Equipment. Nein, ich kann wieder farmen gehen. Sogar ein bisschen ein komplettes Setup. Streitkolben Stufe 1, 46. 43. Okay, du bist jetzt mal da. Das ist echt praktisch. Oh, da sind zwei gongartige Gebilde. Komm, das probieren wir mal aus. Also du, mach erstmal Licht. Du darauf. Und hau mal gegen den Gong. Macht er nicht, okay.
Schade, wäre ein gutes Secret gewesen. Da ist noch einer. Das muss was sein. Kann man den Besen benutzen? Nee. Vielleicht mit dem, mit dem Bogen vielleicht gegen schießen. Wie schieße ich mit dem Bogen? Man drückt einfach drauf und der Pfeil fliegt gerade. Okay, ich kann also nicht zielen. Nö, macht auch nichts. Außer sich Pfeil vergeude. So, hoch da. Jo, ein Koch. Erstmal plündern. Stopp, wer bist du? Du siehst verdächtig aus wie der andere Typ. Mein Name ist Zera. Ich bin ein dunkler Krieger und ein hoher Diener des großen Hanakon. Wer bist du? Ich bin Zorok. Die haben es mit Zeta. Großer Meister von Cuisine. Also in anderen Worten, du bist ein Koch. Was ist deine Spezialität? Geröstetes Elfensteak? Oder vielleicht in der Reihe in Schneckensoße? Ich Rezepte verkaufe für magische Tränke. Aha, Alchemie, wusste ich's doch. Wir sind doch noch im Tutorial. Jedenfalls so halb. Stell dich vor Zorok und drück Eingabe. Kaufen. Rezepte. Trank der geringen Heilung. Das hätte ich garantiert gerne. Geringe Regeneration. Langsam Gift ist. Denk mal, ich kaufe die alle auf. Wie viel Gold habe ich? 67. Kostet alles zusammen 65. Du hast ein Rezept erhalten. Rezepte können für die Herstellung von Tränken und Elixieren verwendet werden. Ich hoffe nicht einmalig. Das sollte ich erstmal testen. Raus hier, raus hier. Inventar. Trankrezept. In Rezeptbuch kopieren. Kritzel, Kritzel, Kritzel. Okay. Tränke und Elixiere können nur im Kochkessel gebraut werden. Stell dich vor den Kessel, suche nach dem zu brauenden Trank in der Rezepte-Sektion des Spielmenüs und wähle Erstellen. Rezepte. Was brauchen wir? Kleine leere Fiole, Fledermausflügel und rote Essenz. Erstellen. Tada! Okay. Das heißt, man braucht die Rezepte echt nur einmal. Dann verballern wir mal unser Gold. Und kaufen Rezepte, geringe Regeneration und langsames Gift. So. Und die kopieren wir auch gleich in unser Büchli. So. Tada. Und nochmal. So. Jo, sauber. Und jetzt drücke ich mal 9 für den Heiligenschein und guck mal, wie schnell das so geht. Das ging ziemlich schnell. Und sah cool aus. Anokora Bash Zera. Seine Gesundheit wurde wiederhergestellt. Und das Spiel wurde gespeichert. Ja, das benutze ich doch mal, um einen kleinen Cut zu machen. Bisher gefällt mir das Spiel echt gut. Bin überrascht. Also zuerst war ich schockiert, dass es halt so ein Sidescroller ist. Ich habe irgendwie einen Roguelike Top-Down erwartet in 2D-Bewegung und was weiß ich. Aber ja, ist interessant. Ich werde eine Weile weiter reinschnuppern. Wie lange, weiß ich noch nicht, aber da müssen wir dann gucken. Also dann, bis bald.